Hallo liebe Trucking-Fans, Thomas Spielt ist wieder zurück, diesmal nicht mit Civilization 6, sondern mit Euro Truck Simulator. Ich habe ein neues Profil angefangen und vor allem, ich habe ein Lenkrad. Und wir fahren jetzt einfach ein bisschen durch die Welt, um uns hier Geld zu verdienen, dass wir einen eigenen Lastwagen uns kaufen können. So, jetzt die Pedalerie ausrichten. Der Stuhl knarzt und knackt. Eisketten von Stuttgart nach Nürnberg, das wird ja schön. Ah, ist das schön, wieder da zu sein. Ne? Das erste im neuen Jahr. Man zockt das mal eine Runde. Was fahren wir denn? Oh, MAN. Echt an. Und wo geht's raus? Ah, da vorne, oder? Und? Ja, da vorne geht's raus. Natürlich noch einen Gang erlegen. Das ist ganz wichtig beim Fahren. Der MAN ist ein bisschen komisch, wie ich finde. Irgendwie schon, ne? Der Blinker ist ja boostlarm. Wie mal gucken, ist frei? Ja, natürlich ist frei. So, rote Ampel. Anhalten, dass wir was sehen. Das müsste gleich weitergehen. Auch so gut bin ich selten abgebogen. Ich habe das Lenkrad erst seit gestern. Und es ist ungewohnt, wenn man vorher nur mit Tastatur gespielt hat. Aber ich habe bei der Tastatur immerhin schon den Fahrer auf Level 16. Also einiges durch Europa geballert. Nur um dann festzustellen, mit Lenkrad macht das noch viel, viel mehr Spaß. Ach, ist das schön. Also, Ziel ist es hier erstmal ein bisschen Geld zusammenzufahren. Mindestens 60.000, 70.000 werde ich brauchen, um einen Lastwagen zu kaufen, mit dem ich dann eigene Aufträge machen kann, beziehungsweise auch Community-Aufträge. Von, wie heißt dieses Ding? Truckworld oder so kommen. Nun ja. Das heißt mal, ich versuche die Folgen wieder auf 20 Minuten hier zu begrenzen. Wenn es mal länger dauert oder ein bisschen kürzer dauert, dann möge es mit bitte nicht krumm nehmen. Das ist dann halt so. So, wo fahren wir eigentlich hin? Da müssen wir 4 Stunden noch fahren. Gucken wir bisschen. Nürnberg. Ziel. Ah, Nürnberg. Nürnberg? Da fahre ich rechts aus Stuttgart raus, da fahre ich doch gleich hoch. Okay, mehr Tempomat. Das verstehe ich nicht. Oder? Oh, doch. Ach, da oben ist der Tempomat. Ich verstehe. Wo es regnet. Und schon. Und ein bisschen wieder auf der Straße fahren. Ja, mit Tastatur habe ich das irgendwie perfekt beherrscht, muss ich sagen. Auch das Abbiegen und Blinken und so nix. Das ist jetzt wieder eine gewisse Umstellung. Boah, jetzt gießt der wie aus Eimern hier. So. Auch den Warenleben nutzen wir den Tempomat. Persönlich fahre viel mit Tempomat, fahre viel Autofahren, das ist einfach entspannt. Der Spurhalteassistent. Mehr gibt es hier nicht, halt noch nicht gewartet, aber das ist das Feeling einfach. Wenn man es quasi noch im Arsch spürt, wo man hinfährt. Oder dass man fährt, dass man beschleunigt, dass man bremst. Das fehlt ein bisschen. Und dann hätten wir jetzt hier nur den visuellen Eindruck. Aber ich glaube, das gibt auch für die echten Straßen. Je mehr Sinneseindrücke, desto besser fährt man. Also wir fahren jetzt mal nach Nürnberg und schauen mal, wie es mit der Folge aussieht. Ich freue mich zumindest wieder da zu sein. Nicht mit Civilization, sowas langweiligen, muss man sagen. Oh, ich habe es wahrscheinlich mal ein bisschen in die Länge gezogen. Kann meinen. Mal schauen, wie weit wir das hier machen. Im anderen Profil, wo ich das alles schon vorbereitet oder mir mal angeschaut habe, habe ich sogar schon einen Fahrer eingestellt mit einem alten LKW. Oh, was ist da für ein Was? Stark? Was ist da?
dass es davon ist. So, ich stehe auf dem Gas, aber hier geht überhaupt nichts. Wo sehe ich denn eigentlich, was ich fahre? So. Der Blinker ist jetzt sowas von da. So, Tempomat 80. Läuft ein bisschen schneller, also überholen wir. Jetzt mache ich das, was man eigentlich überhaupt nicht machen darf. Wir fahren nämlich auf die dritte Spur mit dem Lastwagen fahren. Oh, der hat einen Bracco drauf. Sieht aus wie die Weg. So, Transporter. So. 90 Mercedes, Actros. Der Actros fährt sich hier im ETS sehr gut. Das ist Fossrückblick mal einmal. Wenn wir es denken, das ist ganz komisch. Wenn es nicht zurückzentriert, dann muss es wieder zurückdrehen. Mal schauen, wie das funktioniert und ob das überhaupt funktioniert. So, da ich nicht weiß, wie die Straßenführung hier ist, haben wir die Elektrospur. Das ist das einzige Manko an den Verkehrsführungen hier, was ich finde, dass man nie weiß, welche Straße, welche bei dem 500 Meter Schild die Straße bleibt oder ob sie weggeht. Da unten sieht es aus, als ob sie bliebe, aber sie ging halt doch weg. Und wenn mir da nochmal jemand sagen kann, wie ich erkenne, ob ein Streifen, ein Fahrstreifen bleibt oder ob er verschwindet, das wäre schon fantastisch. Das Feedback muss ich auf jeden Fall haben, das ist ein Wahnsinn. Irgendwas ruckelt hier, aber ich glaube, das ist nur das normale Ruckeln. Oh no. Muss ich ja noch bremsen, was soll das? Was soll da? Zu dieser Zeit mit dem Blinker hin. Und wieder mit dem Kamerad. So ist das andere. Was ist das jetzt hier von einer? Hallo. Oh, sogar schon das neue Modell. Die Straße ist zu Ende. Einfach unten wird normalerweise geblitzt. Und ich fahre ja auch mit 85, aber ich habe Zeit. Muss er noch die schnellen Aufträge machen. Das heißt, ich frage irgendwo nach, beziehungsweise nehme ein Angebot aus, setze mich ans Steuer und go. Später wird es ja so sein, da müssen wir die Ware abholen, dann hinfahren. Freunde, bremst ja nicht so stark. Wo ist er eigentlich? Kassel-Innsbruck. Was ist denn ein Kreuz? Ich habe wirklich oft lang. 5,6 an 9. Ja, es ist sehr stark angelehnt an das deutsche Autobahnsystem. Das finde ich gut. Es ist zwar nicht immer alles so, naja, wie soll ich sagen, realitätsgetreu, was die Tunnel angeht und die Steigungen. Aber es kommt dem sehr, sehr nahe. Wahrscheinlich macht das Spiel deswegen auch so viel Spaß. Also mir zumindest. Und ich denke euch auch, wenn ihr es guckt. Sonst würdet ihr es ja nicht anschauen. Weil es so. Ja, es stark an der Realität dran ist. Oh, Leitmarke, Leitmarke. Ah. Aber das sind diese. Ach, die hasse ich als PKW schon. Diese Mittigfahrer. Die fahren auf der mittleren Spur. Komm, komm. Da auf. Bah. Fallen nicht mal die Worte ein. Auf Teufel komm raus. Und wenn sie damit 100 fahren, dann stört die das überhaupt nicht. Das ist kreuzgefährlich, Freunde. Muss nur einer die Geschwindigkeit falsch einschätzen. Der rammt euch sowas von weg. Beziehungsweise er rammt euch dann so, dass ihr auf die linke Fahrbahn geschleudert werdet. Das kann ich euch versprechen. Und dann muss nur einer mit 200 kommen. Ja, dann war's das für euch beide. Ja, Raser. Rasen finde ich nicht toll. Im Gegenteil. Das ist schädlich. Beziehungsweise eine Geschwindigkeit von 120, 130 auf deutschen Autobahnen würde auch reichen, finde ich. Ich fahre eh nicht schneller. Kann es nichts bringen. Wenn man schneller fährt, was passiert? Der Verschleiß nimmt zu. Der Spritverbrauch nimmt zu. Und mit 130 ist man immer noch schnell genug, um die
ein gewisses Ziel nicht zu überholen. Wenn alle anderen 120 führen, dann führt alle schön parallel dazu. 120, 130, das ist eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Aber das Problem ist da eher die deutsche Automobilindustrie. Hat da den Finger drauf, dass in Deutschland so schnell gefahren werden kann, wie man möchte. Ne? Und der Deutsche an sich ist ja noch freie Fahrt für freie Bürger. Ich weiß nicht, wo wir noch freie Bürger sind. Vielleicht dann sind eigene vier Renten ja nicht mal da. Dann greift ja Google und Zeug auch schon einiges ab. Das ist alles Freiheit. Uns wird die Kartenzahlung schmackhaft gemacht. Bargeld ist Freiheit, das ist meine Meinung. So, jetzt aber. Es gibt sogar schon Monopoly für die Kleinsten, für die Kinder mit Kartenzahlung. Ganz toll, da werden sie direkt erzogen. Das scheine Blödsinn, dass es da viel, viel bequemer ist, mit Karte zu zahlen. Aber die Kartenzahlung, naja, lässt sich nun mal nachverfolgen. Lernt man in jedem guten Thriller, Action-Thriller. Dass es nicht gut ist, mit Karte zu zahlen. Weil man dann nämlich einfach nur ja, nachverfolgt werden kann. Ne, Quatsch, ich bin kein Deutsch, ich muss hier gerade ausfahren. Das ist jetzt so ein Kreuz hier. Irgendwie geht Force Feedback mal, manchmal geht's nicht. So, wenn wir das mal ganz gemütlich ausrollen, mal gucken, wo wir hinkommen. Hobbly-hobbly-hobbly-hobbly-hop. Das passt mit meinen Pedalen oder nicht? Ah, das bremst sich wesentlich angenehmer als mit Tastatur. Ich würde sagen, ah, bis weiter vorschieben, genau. Keine 500 Euro bezahlen, nur weil ich einen Unfall verursacht habe. Ach, da sind mir schon die tollsten Dinger passiert hier. Dass einfach gesagt wird, ja, ich fahre jetzt mal nicht rein. Und ich zahle jetzt die 500 Euro, weil irgendeiner nicht reingerauscht ist. Das mit dem Force Feedback, die Nullstellung, das müssen wir mal hinkriegen. Das wird, ich glaube, jetzt sind wir auf der A9. Alles täuscht. Gucken, was über eine Zahl steht. Tatsächlich die 9. Krass. Ich wusste nicht, wo die 9 nach Prag geht. Ah, da oben. Ah, es ist nicht ganz abgebildet, aber das sind die, ich glaube, die. Nee. Das sind die 6 gefahren sind. Und gemeint, vielleicht kommen wir mal raus. Eigentlich. Licht an. Oh! Das ist ja nicht so kräftig, Mensch. Muss man aufpassen, die halten mich auch schnell mal an. Einfach so. Das halt am Himmel meines Erachtens. So. Ah, das ist an allem sehr schön gemacht. Durch Wälder. Diese Bäume stehen übrigens wirklich bei Nürnberg, wenn das interessiert. Also MAN, ich weiß es nicht, wenn wir MAN kaufen, oder? Die sehen schön aus, die TGX, das muss man sagen. Wie gesagt, ich bin viel auf der Autobahn unterwegs und sehe die ganzen Lastwagen jeden Tag. Wenn es einen interessiert, das ist ganz spannend. Also Mercedes-Benz Actros. Ich glaube 1843, 1845, 1848, die sind sehr beliebt. Beziehungsweise der TGX 1854, 480. Um bei Main zu bleiben. Ja nicht hin. Ganz hinten links dann. Komm, flammable. Oh. Super. Ganz, ganz toll. So, schauen wir nach rechts. Ah, ein Stück können wir noch.
Schlückchen trinken. Und der Kaffee hier. Natürlich wird alles verschweppert. Ach ja, Thomas, mit dir. So, und go! Wieder nach vorne schauen, natürlich. Was ist das? Das Einzige, was er machen muss, ist die Empfindlichkeit des Bremspedals ein bisschen runterdrehen. Das ist ja Wahnsinn. Tipp mal den anderen Feld, der steht gleich schon ab. Oh, guck mal, grünes. Und da vorne muss ich links. Mal gucken, was hier ist. Das ist, glaube ich, ein. Ah, okay. Linken. Ja, ach Gott, das wird wieder Seitenblinker hier. Eine Arbeitsagentur, ganz toll. Die Ampel ist. So. Oh, Ampel mal grün. Schön. Ich glaube, fahren wir gleich links weg. Wow, er ist aber schnell unterwegs, du. Den hat man jetzt geräumt hier. Gleich. So, mal gucken, wo wir hinstellen müssen. Ich denke, ja, um zu üben, machen wir das einfach mal. So, und wir stellen ihn dahin. Ich habe schon das. Ja, genau, da muss er hin. Joa, nicht denn, ne? Einparken immer das Schönste hier. Das ist auch das Schwierigste. Die Herausforderung gebe ich mir gerne. Oh, ich habe mal die richtige Richtung gedreht. Gar nicht so oft vor. Aber das ist alles ein bisschen komisch hier. Wieso schaffe ich das da nie? Ja, knapp daneben, der ist auch vorbei halt. Was ihr hört, ist nur mein Lenkrad. Ah, ich glaube, das schaffe ich nicht. Soll ich das schaffen? Soll ich denn da mit Kurve rumkommen? Deswegen fahren wir auf jeden Fall Schrittgeschwindigkeit beim Einparken. Jetzt eigentlich nur jetzt das Fahrerhaus irgendwie rumbekommen. Dass das hinten dagegen rauscht. Jawohl! Fahren. Okay. Jetzt aber, der wird's. Weil, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sweet. So muss das sein. Ha! Geschafft. Sweet. Ja, unser erstes Abenteuer. Ein Traum. Genau 20 Minuten. Juhu! Neuling. So, hochwertige Fracht. Wichtig ist, dass die Vergütung hochgeht.
Erfahrungsbonus zur preisliche Fracht. Das sind nur die ADR-Scheine, die sind auch wichtig. Weil. Na, nehmen wir den. Zumindest schon mal was anderes machen. Das bringt nämlich auch mehr. Ja, Post. Dann haben wir geschrieben. Spezialtransporte. Yeah. Richtig. Einige DLCs habe ich mir gekauft, aber dazu in der nächsten Folge mehr. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Thomas.